Dass wir irgendwie an unserer Mobility arbeiten sollen, hören wir von jedem mittlerweile und wir wissen und spüren es auch. Aber wer hat schon die Zeit, den ganzen Tag lang sich zu dehnen oder sich auch noch um die Mobility zu kümmern, wenn man doch eigentlich schon kaum mehr Zeit hat überhaupt für Sport? Deshalb zeige ich dir jetzt heute meine absolute Lieblingsübung. Das ist eine ganz klasse Mobility-Übung, mit der du bei einer Übung ganz viele Sachen gleichzeitig abdeckst. Also mega, mega zeitsparend. Und zwar, was ist das für eine Übung? Ja, der Deep Squat. Was machst du beim Deep Squat? Da mobilisierst du gleichzeitig Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk und natürlich stärkst du sogar die LWS. Wenn du nämlich versuchst, ein bisschen die LWS aufrecht zu halten, ist es nämlich auch ganz schön anstrengend, wenn du es nicht nur so komplett abknicken möchtest. Also, du hast quasi LWS, Hüfte, Knie und Sprunggelenk mit einer Übung mit drinnen. Wenn dich das alles nicht überzeugt hat, dann stärkst du damit auch deine Booty-Muskeln. Das heißt, gleich mal eine schönere Ansicht von hinten. Und vielleicht hast du auch schon von Ido Portal gehört. Der hat nämlich die Deep Squat Challenge ins Leben gerufen. Ich weiß leider nicht mehr vor wie lange. Das Coole war aber, er hat gesagt, versuche 30 Minuten am Tag tatsächlich diesen Deep Squat zu halten. Und jetzt fragst du dich, wie soll ich im Leben 30 Minuten am Tag Deep Squat machen? Ganz leichter Trick von meiner Seite, wenn du irgendwelche WhatsApp-Sprachnachrichten beantworten musst oder generell Textnachrichten, irgendwas, was du tippst, ganz ehrlich, geh in den Deep Squat, anstatt auf dem Sofa zu sitzen und dann mach einfach deine ganzen Textnachrichten in dieser Position. Da kommst du ganz schnell auf 30 Minuten, glaub mir. Und wenn du noch nicht direkt in den Deep Squat reinkommst, kein Problem, wir alle müssen ja irgendwo anfangen, dann kann ich dir empfehlen, schnapp dir am besten irgendeinen Yoga-Block, habe ich jetzt gerade vorbildlicherweise nicht da. Für den Vorführeffekt macht nichts. Das heißt einfach nur irgendeine Erhöhung, den tust du dir einfach unter die Ferse. Und somit kannst du dich mit der Zeit immer weiter steigern, indem du dein Gewicht, nicht das Gewicht, die Erhöhung immer weiter erniedrigst. Irgendwann schaffst du es auch, die ganz normalen Deep Squat zu halten, während deine Ferse auch auf dem Boden bleibt, weil das ist eigentlich das Wichtigste und eigentlich das Coolste, wenn du das hingekriegt hast. Ich weiß, es ist nicht ideal, wenn am Anfang noch die Ferse erhöht werden muss, aber das machen wir nicht für immer. Du bist ja schließlich besser und irgendwann kriegst du das auch hin, das weiß ich. Eine andere Alternative, was du noch reinbringen kannst, um dem Ganzen ein bisschen mehr Pep zu geben, schnapp dir einfach generell irgendein Gewicht, am besten eine Hantelstange oder so. Nee, Kurzhantelstange, Langhantel wäre ein bisschen unbequem. Und dann kannst du ein bisschen hin und her schwenken. Somit bringst du in dein Gelenk einfach nochmal ein bisschen mehr Bewegung, als wenn du es einfach nur statisch hältst. Ich hoffe, dann sehe ich dich einfach demnächst in der S-Bahn squattend und nicht mehr sitzend auf dem Sessel. Bis dahin, Fiat die!